wir starten mit Runde 2 hier. Kroatia-Hamburg gegen den FSV Gestacht in Gruppe A. Und diese Partie, ja, sie begann ein bisschen gemütlich, bis dann der FSV Gestacht mit diesem Ball einmal die ganzen Reihen durchspielte, die Körperdrehung, und dann steht es hier 1:0 für den FSV Gestacht in dieser Partie. Aber Kroatia-Hamburg hatte eine Antwort parat. Nach diesem Freistoß ist der Ball drin, 1:1. Da schlägt der Ball links unten ein. Und die Kroaten dann gleich mit dem 2:1. Gerade noch zu sehen im Bild mit dem Außenriss. Schöne Schusstechnik. Die Führung also für Kroatia-Hamburg. Und die legten dann noch eine nach, setzen sich da an der Bande durch. Keine Gegenwehr vom FSV. 3:1 Führung hier. Aber einen, den gab es dann noch. Und zwar für den FSV. Kommen hier durch und dann rollt der Ball förmlich noch ins Tor zum Anschlusstreffer. 2:3. So gibt es jetzt vielleicht doch nochmal den Ausgleich vom FSV Gestacht. Die kamen aber nicht mehr durch. Damit bleibt hier beim ersten Spiel bei einem 3:2 Sieg für Kroatia Hamburg. So, in Gruppe B trifft dann der SC Schwarzenbek auf VfL Lohbrügge. Beide Mannschaften ohne Punkte gestartet hier in dieses Turnier. Und wir schauen auch hier auf die ersten Aktionen in diesem zweiten Gruppenspiel. Der Freistoß von Lohbrügge, der erste, kann noch geblockt werden, aber im zweiten Versuch dann die Führung für die Männer in Blau, für den VfL hier zum 1:0. Aber der Bezirksligist, der SC Schwarzenbek, hatte eine Antwort parat. Der Torwart nagelt das Ding hier rein zum 1:1 Ausgleichstreffer. Also immer wieder schöne Tore zu sehen von den Torhütern hier in diesem Turnier. Und Achtung, es ging ziemlich plötzlich ganz schnell für den SC Schwarzenbek zur Führung. Spiel gedreht, 2:1 Führung für die Männer in Grün hier. Gibt es den ersten Dreier für den SC Schwarzenbek oder hat Lohbrügge noch eine Antwort parat? Da gibt es nochmal eine Parade. Der Keeper hält die ersten drei Punkte fest hier, denn damit bleibt es bei einem 2:1 Sieg für den SC Schwarzenbek hier. Und wir haben wieder einen Interviewgast und geben ab zu Melina. So, jetzt haben wir einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich einen Schiedsrichter. Nuri, wie gefällt dir denn aus Sicht eines Schiris der RTN Fassadenkamp? Ja, das Turnier läuft für uns ganz gut. Schön faires Spiel vor allen Dingen. Bis jetzt mussten wir noch keine Strafen aussprechen. So kann es weitergehen. Absolut. Eine Frage habe ich dann nämlich noch. Mich interessiert das sehr, wo liegt denn der Unterschied für einen Schiedsrichter zwischen Hallenbetrieb und Ligabetrieb draußen? Also hier in der Halle ist mehr Technik gefragt. Und da sind auch wirklich gute Fußballer dabei und fallen mehr Tore als draußen. Ist ein Argument. Ja, und zur Winterzeit ist es angenehmer hier, ne? Ja, absolut. Und es ist warm vor allen Dingen. Das ist das Beste, das stimmt. Dann auf jeden Fall noch viele weitere faire Spiele. Und danke dir fürs Interview. Ja, vielen Dank, ne? Danke dir. So, es geht weiter. Der Düneberger SV gegen St. Pauli. Und der Düneberger SV, der Gastgeber, hatte sich einiges vorgenommen. Hier aber die klasse Parade vom Schlussmann von St. Pauli. Die Gegenwehr hielt aber nicht lange stand hier. Der Oberligist mit einem klaren Ziel in diesem Spiel. Kommen über rechts, kommen über die Bande und kommen dann zum 1:0 Führungstreffer durch Joe Wambier. Aber die St. Paulianer mit einer Reaktion, und da braucht es dann hinten den Keeper vom Düneberger SV, der gut aufgepasst hatte. Der Düneberger SV über Apau, die Nummer 2, macht es hier fast im Alleingang, kriegt den Ball wieder, und das ist dann das 2:0 hier in diesem Spiel. Und wir machen da genau weiter, denn der DSV mit ganz viel Druck und dann per Außenriss zum 3:0.
Das ist hier dann wohl schon die Vorentscheidung. Aber wir lassen die Szene ungeschnitten und schauen auf den Anstoß von St. Pauli. Und auch dann gibt es den Fehler. Achtung! Der Ball abgefangen von Mulak, rein ins lange Eck, 4:0 für den DSV. Und es war noch nicht Schluss, einen haben wir noch. Einmal ganz nach vorne, einmal zu Tarek Koskun, die Nummer 10. Auch er trifft nochmal hier. 5:0 hier, das war eine Packung für St. Pauli in diesem Spiel, die noch keine Punkte haben in diesem Turnier. Der DSV also 2 Spiele, 2 Siege. Die marschieren hier in Gruppe A. Atlantik 97 gegen den Lüneburger SV heißt es jetzt in Gruppe B. Und wir schauen mal auf die ersten Aktionen. Atlantik noch ohne Punkte. Jetzt mit einer Kontersituation. Das ist fast eine 3 gegen 1 Situation. Spielen sie aber nicht gut aus. Es bleibt beim 0:0. Die Männer in den grauen Trikots der Lüneburger SV jetzt mal mit der ersten Aktion. Achtung, Flanke, Kopfball, Tor und das in der Halle. Wunderbar vorgetragen, das ist die Führung hier zum 1:0. Dann der Ballgewinn und Achtung, der geht ins lange Eck. Traumtor vom Lüneburger SV, klasse Technik da bei diesem Abschluss. Kommt was von Atlantik in diesem Spiel? Ja, aber auch klasse Aktion vom Keeper hier. Vom Lüneburger SV. Aber dann gab es diesen ganz einfachen Doppelpass und den Anschlusstreffer für Atlantik zum 1:2 hier. Und dann in den Schlusssekunden noch diese Chance hier für Atlantik. Das wäre die Chance gewesen zum Ausgleich. Es bleibt aber beim 2:1 Sieg für den Lüneburger SV. Und wir haben jetzt einen vom FC St. Pauli am Mikrofon und geben ab. So, Balthasar, 2 Spiele, bis jetzt keine Punkte gesammelt. Seid ihr noch nicht so ganz in Geestacht angekommen? Das stimmt auf jeden Fall. Es war halt heute Morgen recht früh. Und das Problem war auch, unsere Mentalität hat nicht gestimmt. Morgens auch schon beim Ankommen nicht. Und wenn man dann halt schon so ins Spiel kommt, kann das eigentlich nur schlecht werden. Und deswegen, wir müssen das ändern und dann kriegen wir es auch hin. Bestimmt. Was habt ihr euch denn vorgenommen für die nächsten Spiele? Weil noch ist ja alles drin. Genau. Also es war sehr klar, dass es schwer wird, hier heute zu punkten. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt weiterkommen. Und das nächste Spiel, auch wenn es sehr schwer wird, dann mit dem Sieg nach Hause fahren. Ganz viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Danke dir. So, Oberliga gegen Bezirksliga heißt Wiki Hamburg gegen den SV Hamm-Wade in den roten Trikots. Und der Bezirksligist auch gleich mal mit dem perfekten Start eigentlich. Eine Riesenchance hier für den SV Hamm-Wade. Die können den Ball aber auch im zweiten Versuch dann nicht über die Linie bringen. Es bleibt noch 0:0, Riesenchance hier für die Männer in Rot. Aber Wiki dann fast im direkten Gegenzug hier mit der 1:0-Führung für den Oberligisten. Und dann die nächste Szene. Wiki läuft wieder an bei Hamm-Wade. Alle Männer in der Rückwärtsbewegung, aber keiner, der so richtig zupackt. Und dann steht es 2:0 für Viktoria Hamburg hier in dieser Partie. Und Wiki erspielte sich immer wieder gute Möglichkeiten. Den verzieht er aber rechts vorbei am Tor. Und der SV Hamm-Wade, auch die versuchten es immer wieder, kamen hier ganz durch. Aber der Ball erneut nicht über der Linie. Es bleibt beim 2:0 für Wiki. Und die bestrafen dann hier den Fehler, die Einleitung per Hacke. Und dann steht es 3:0 für den Oberligisten. Zum Endstand hier, Wiki gewinnt mit 3:0. So, ein letztes noch in Runde 2, das heißt Voranohe gegen die TuS Dassendorf. Voranohe, ja, ein kleiner Hallenspezialist, wenn man das so sagen kann, jetzt gegen den Rekordmeister aus der Oberliga Hamburg.
Und es gab Chancen, und zwar auf beiden Seiten. Wir fangen an mit der TuS Dassendorf. Achtung! Das ist nicht das 1:0 hier. Klasse Aktion vom Schlussmann bei Foran Ohe. Und auf der anderen Seite, auch da war es ganz schön knapp. Latte oder Sebastian Kalk. Definitiv der Ball nicht hinter der Linie. Und eine Möglichkeit gab es noch für die Männer in den weißen Trikots. Der Abschluss wird abgefälscht, aber Kalk mit einer klasse Reaktion, guter Reflex. Am Ende aber bleibt es hier bei einem 0:0 zwischen beiden Mannschaften. Damit ist Runde 2 durch. Wir geben ab, zurück ins Studio. So, liebe Zuschauer, zweite Runde ist gespielt und wir haben ein paar Ergebnisse und schauen mal da drauf. Also Kroatia-Hamburg, erster Sieg mit 3:2 gegen Gestacht. Schwarzenberg, Melina, die gewinnen mit 2:1. Du hast es vorher gesagt, die Düneberger SV gewinnt mit 5:0. Die marschieren hier ganz schön. Atlantik verliert mit 1:2 gegen den Lüneburger SV. Vicky 3:0 gegen Hamwade, auch die marschieren. Voran Ohe gegen TuS Dassendorf. 0:0 hier, das erste Fragezeichen in diesem Turnier hier. So, Melina, Schwarzenberg gewinnt mit 2:1. Ja, was habe ich dir gesagt? Die marschieren vielleicht kommen sie ja noch, die Schwarzenberger. Wir schauen auf die Tabelle, denn da gibt es jetzt die ersten Bewegungen. Also in Gruppe A, der Düneberger SV marschiert. Anstelle 2 ist dann Vicky, auch die mit 6 Punkten. Und dritter ist der Stadtnachbar von Gestacht, 07. Gruppe B, erster, der Lüneburger SV, gefolgt von der TuS Dassendorf und von Foran Ohe auf Platz 3. So. Wir gehen rein in den dritten Block, in die dritte Runde und da erwarten Sie jetzt folgende Partien. Wir haben ein Stadtduell, Gestacht gegen den Düneberger SV, Lohbrügge gegen Atlantik. Da geht es um wichtige Punkte, Hamwade gegen Kroatia Hamburg, Dassendorf gegen deine Schwarzenbeker. Bin mal gespannt, was da gleich passiert. Pauli gegen Vicky, schwere Aufgabe für Pauli. Und dann der Lüneburger SV gegen Foran Ohe. Das ist Runde 3 und die beginnt jetzt. Und wir sagen viel Spaß und gute Unterhaltung. Runde 3 beginnt mit einer interessanten Partie. Stadtduell der FSV Gestacht gegen den Düneberger SV. Kreisliga gegen Oberliga Hamburg. Tolle Stimmung in der Halle hier bei diesem Match. Und wir schauen auf die erste Aktion in dieser Partie. Sie kommt vom Underdog, genau, vom FSV Gestacht, der Kreisligist mit der ersten Aktion und dem Abschluss. Und da ist der Keeper vom Düneberger SV gefragt. Und er ist zur Stelle. Aber Achtung, im zweiten dann. Klasse gespielt über die Bande und dann führt der Underdog die 1:0-Führung für den FSV Gestacht. Eine Reaktion vom Oberligisten wollten die Zuschauer sehen und die bekamen sie erstmal nicht zu sehen. Gute Drucksituation vom FSV Gestacht. Zuerst der Ball gerettet, dann der Abschluss allerdings zu ungenau. Jetzt aber der Oberligist über Koskun und dann Marvin Möller ins kurze Eck zum 1:1 Ausgleichstreffer hier. Aber es war eine enge Partie zwischen beiden Mannschaften. Der DSV noch mit dem einen oder anderen hier Leichtsinnsfehler, der Ballverlust und dann ging sie ab, die Post vom FSV Gestacht. Der Pass wäre die bessere Option gewesen. Er suchte Abschluss, der Ball aber vorbei am Tor. Es bleibt beim 1:1. Achtung, die ziehen da durch bis ganz nach vorne. Apau ist das am Ball. Koskun und dann der Treffer. Spiel gedreht vom Oberligisten. Der Düneberger SV führt mit 2:1 hier im Stadtduell beim RTN Fassadencup 2024. Letzte Gelegenheit für den FSV. Es reicht nicht. Der Oberligist setzt sich durch. Nächster Sieg für den DSV. Mit 2:1 hier. So, es geht weiter in Gruppe B. Der VfL Lohbrügge gegen Atlantik. Ganz wichtige Partie für beide Mannschaften hier, um im Turnier zu bleiben. Wir schauen auf die ersten Aktionen. Achtung, der Keeper von Atlantik schon wieder mit dem Abschluss an die Bande. Und jetzt gibt es die Hacke und das 1:0 für Atlantik. Die Führung für die Männer in den blauen Trikots hier zum 1:0.
Und die Antwort von Lohbrügge kam über rechts, können sich da durchtanken bis nach vorne und haben dann auch noch das Glück. Es steht 1:1 hier, offenes Ding. Aber der VfL Lohbrügge hatte jetzt mehr von dieser Partie. Schöner Schuss hier in den Winkel zur 2:1 Führung. Also bis dato ist die Partie gedreht. Kann der VfL Lohbrügge den Sieg hier einfahren? Die nächste Aktion kommt wieder von den Männern mit den weißen Trikots. Viel Unordnung da hinten drin und dann steht es 3:1 für den VfL Lohbrügge. Endstand in diesem Spiel. Ganz wichtiger Sieg. Und jetzt steht der Düneberger SV bei uns am Mikrofon. So, Tom, 3 Spiele, 12 Tore, volle Punktzahl. Das kann man auch gerne mal so machen, oder? Ja, so haben wir uns das gewünscht. War natürlich enge Spiele, jetzt gerade das gegen Geesthacht. Aber war ein Derby, war ein cooles Spiel, ein bisschen Emotion drin. Das kann man ins Turnier starten, würde ich auch sagen. Kurz und knapp, wie weit geht die Reise heute? Ja, wir haben uns jetzt keine genaue Zielsetzung gesetzt. Aber mit Vicky und Dassendorf sind zwei Oberligisten dabei, die von der individuellen Klasse vielleicht ein Stück über uns stehen. Trotzdem wollen wir uns mit denen messen. Auf die treffen wir auch draußen in der Liga. Deswegen, ich will jetzt nicht das Wort Turniersieg im Mund nehmen, aber so weit wie möglich. Also unter die Top 4 ist mein Anspruch schon. Ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke dir. Wir machen weiter mit Gruppe A, der SV Hamm-Wade gegen Croatia Hamburg. Es braucht Punkte für die Männer in ganz Rot, für den SV Hamm-Wade. Vielleicht klappt es ja hier im dritten Gruppenspiel. Der Start kommt aber von Croatia Hamburg. Die führen hier mit 1:0 nach dieser Aktion früh in dieser Partie. Aber die Männer in Rot hatten Möglichkeiten. Und zwar so, das ist das 1:1 hier. Der Ausgleichstreffer vom SV Hamm-Wade. Die melden sich an hier in dieser Partie. Und auch in der nächsten Aktion. Ball abgefangen und dann schwärmen sie alle aus und das muss doch das 2:1 sein. Glück für Croatia Hamburg, die bleiben dadurch im Spiel. Das ist Ivan Klasnic hier am Ball. Klasnic mit dem Fehlpass und dann die Führung für Hamm-Wade, dann ging es schnell. Das wäre ein wichtiger Dreier für die Männer in Rot. Aber hinten raus dann noch eine schöne Aktion von Croatia Hamburg zum Ausgleichstreffer. Schöner Schuss hier zum 2:2. Das war's. In Gruppe A trennen sich der SV Hamm-Wade und Croatia Hamburg mit 2:2. Schwere Aufgabe für den SC Schwarzenbeek gegen die TuS Dassendorf in Gruppe B. Wir schauen drauf, ob die Männer in Grün vielleicht zu einer Überraschung gut sind hier in diesem Spiel. Zuerst mal nicht. Die ersten Aktionen kommen von den Männern der TuS Dassendorf und dann steht es 1:0 hier für die Oberligatruppe vom Wendelweg. Aber der SC Schwarzenbeek mit einer Antwort bleiben da vorne aktiv und kommen an den Ball und kommen zum 1:1 Ausgleichstreffer. Also das ist eine erste kleine Überraschung vielleicht in dieser Partie. Wie geht die TuS Dassendorf damit um? Sie antworten eiskalt über Martin Hanig und führen erneut 2:1 hier. Und so ging es auch weiter, der lange Ball ganz nach vorne und dann Ping-Pong-Manier und 3:1 für die TuS. Das riecht hier nach einer kleinen Vorentscheidung, aber es gibt Aktionen für Schwarzenbeek. Achtung! Der Ball landet im Tor und das ist der Anschlusstreffer, 2:3. Und plötzlich wird es vielleicht nochmal spannend hier. Zeigt die TuS Dassendorf vielleicht doch Nerven hier? Nein, cleveres Spiel mit der Bande. Gigi Lam dann mit dem
4:2 stellen den Vorsprung also wieder her in dieser Partie. Und einen letzten gibt es dann noch von der TuS Dassendorf. Die machen dann den Deckel drauf über mehrere Stationen und dann vor dem Tor mit der Übersicht und der Coolness dann zum 5:2 hier in dieser Partie. Das war's dann auch. Dassendorf also mit dem zweiten Sieg hier im dritten Gruppenspiel. St. Pauli gegen Viktoria Hamburg. Eine ganz schwere Aufgabe für St. Pauli, denn Vicky gehörte zu den ganz engen Favoriten hier in diesem Turnier. Klasse Parade aber vom Schlussmann bei St. Pauli und plötzlich kamen die Chancen für Pauli und die Führung. 1:0 für die Kreisliga-Truppe. Wie geht Vicky mit dieser Führung um? Ganz cool, ganz souverän. Schöner Schuss hier ins lange Eck zum 1:1 Ausgleich. Vicky, ja, eine absolute Hallenmannschaft. Schöne Kombinationen, Tiki, Taka und dann das 2:1 hier für die Männer in Blau. Bergmann, der Ball beinahe weg gewesen, aber Vicky bleibt dran. Auch da ist es die Bande und dann mit ein bisschen Glück kommt er noch an den Ball und das 3:1 für Viktoria Hamburg. Es ist aber noch nicht Schluss. Vicky hatte noch was im Köcher. Hier ist das 4:1. Schön rausgespielt. Und wir haben noch einen für die Männer in Blau. Und zwar durch die Hosenträger vom Schlussmann bei St. Pauli zum 5:1. Das ist dann auch der Endstand hier in dieser Partie. So, und jetzt ist Martin Hanig bei uns am Mikrofon. So Martin, 3 Spiele, 7 Punkte. Wie zufrieden bist du mit dem Start? Ja, recht zufrieden. Also das 0-0 in der Halle, normalerweise gehören beide Mannschaften disqualifiziert, aber wir dürfen noch weiter mitspielen. Und ja, im Großen und Ganzen, ich meine, wir sind natürlich lange nicht mehr in der Halle gewesen, schon gar nicht auf so einem Boden, aber dafür sieht es ganz vernünftig aus und wir haben Spaß, das ist das Wichtigste. Du hast es gerade eben schon angesprochen, die TuS und Hallenfußball, das gab es seit circa 12 Jahren schon nicht mehr. Trotzdem sagen manche, ihr seid der Favorit, wie siehst du das denn? Ja, fairerweise muss ich sagen, dass ich natürlich jetzt nicht jede Mannschaft kenne und gerade Halle ist natürlich immer so ein Thema, wenn du da ein paar gute Zocker hast, die einfach auf engen Raum gut sind, da zähle ich mich zum Beispiel nicht zu, dann haben da auch andere Mannschaften, glaube ich, eine sehr gute Chance, aber natürlich wie immer reisen wir auch an, um dann am Ende zu gewinnen. Dann danke für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Danke dir. Das letzte Match in der dritten Runde der Lüneburger SV gegen Voran Ohe. Wir schauen auch hier auf die ersten Aktionen. Das ist eine Einladung vom Keeper und das ist dann die Mithilfe zum 1:0 für Voran Ohe. Die konnten es aber auch in eigener Kraft. Achtung, nächste Aktion Bande, da geht die Türe auf und dann steht es 2:0 für die Männer in Weiß für den Landesligisten. Eine absolute Hallenmannschaft hier, Voran Ohe. Und hier hätte es sogar fast 3:0 stehen können. Der Pass etwas zu scharf, aber das 3:0 kam dann so. Und damit Voran Ohe weiterhin der TuS Dassendorf in Gruppe B auf den Fersen. Gewinnen hier mit 3:0. Das war Runde 3 und wir geben ab ins Studio. So, wir sind angekommen bei Runde 3, die ist damit gespielt und wir schauen natürlich wieder auf die Ergebnisse. Stadtduell, der Düneberger SV gewinnt 2:1 gegen Geestacht. Lohbrügge, der erste Dreier gegen Atlantik mit 3:1. Hamwade gegen Kroatia Hamburg, unentschieden 2:2. Dassendorf, der nächste Sieg gegen SC Schwarzenbeek, 5:2. Pauli,
verliert mit 1:5 gegen Vicky und der Lüneburger SV mit der ersten Niederlage gegen Foran Ohe hier mit 0:3. Und jetzt kann man mal schauen auf die Tabelle, denn so langsam bewegt sich wirklich was hier. Es ist noch nichts entschieden, aber trotzdem ist es spannend. Schauen Sie mit mir gemeinsam mal drauf. Gruppe A. Vicky ist da ganz oben. 9 Punkte, 10 geschossene Tore. Dicht gefolgt vom Düneberger SV. Auch die mit 9 Punkten und 9 geschossenen Toren. Und in Gruppe B ist die TuS Dassendorf ganz oben mit 7 Punkten. Dicht gefolgt von Foran Ohe, auch die 7 Punkte. Da trennen beide nur die Tordifferenz. So, jetzt gehen wir rein in Spieltag. Ja, in Runde Nummer 4. Und diese Partien erwarten Sie jetzt gleich hier. Hamwarde gegen Gistach, ganz wichtiges Spiel für Hamwarde, um hier im Turnier zu bleiben. Dassendorf gegen Lohbrügge, wichtiges Ding für Lohbrügge. Vicky gegen den Düneberger SV. Es geht vielleicht hier um den Gruppensieg. Foran Ohe gegen Atlantik. Geht noch was für Atlantik? Kroatia Hamburg gegen Pauli und dann Schwarzenbek gegen den Lüneburger SV. Das sind die Partien, die Sie jetzt sehen, und damit zurück aufs Spielfeld. Viel Spaß.